kaufen. Aber hier sind noch andere Tresore. Okay. Ja gut, okay, haben wir keine Zeit mehr. Wieso hat er die Maske abgenommen? Hier ist nix. Over. Ja, ich hab's gewusst. Someone must have squealed. Never should have gone after Bronte, Dutch. Mr. Milton? Let my friend go. Or folks, they are gonna get shot unnecessarily. Your friend? Why would I do that? Come on, Milton. It's over. No more bargains. No more deals. Mr. Milton, this is America. You can always cut a deal. I've given you enough chances. Come on! No! God damn it! There's your deal, Dutch. Hosea. Hosea! Adios. Männchen war das Gewehr. Vielleicht noch die Express-Munition. Alter, verdammt nochmal. Hosea. Ich meine, es war so klar, dass das in irgendeiner Form schief geht. Es war so klar, aber es ist natürlich trotzdem scheiße. Bam. Sterbt. What are we doing, Dutch? Just keep shooting. I need time. Ja, ja. Ich schieß weiter, keine Sorge. Würde mir nie einfallen, mit dem Schießen aufzuhören. Was tun da hinten, hä? Kann ich nur noch ins Bein ballern. Oh, fuck, Alter. Ja, natürlich bin ich am Leben. Was ist los? Ich komm, lass mich durch. Ja, ja, ich bin schon da. Lass dich doch mal hier rüber. Was ist los? Achso, ich soll das nehmen und durch ein anderes. Oh Gott. Was ist eigentlich mit den anderen? Geht's allen gut? Okay. Bam. Okay, raus. Raus, oder? Ja, ja, alles klar. Holy shit, Alter. Dankeschön. Ich habe eigentlich schon ein Gewehr, aber was soll's. Komm hier hoch jetzt. Oh mein. Fuck. Ist ja nicht so. Na, ah, dass ich es vorher gesagt hätte. So. Leute. Hey, warum kann ich feuern? Na, komm schon. Ihn hier noch. Und den hier. Bam. Zack. Ja, da spratzelt dein Gehirn raus. Nicht, dass du eins gehabt hättest. Oh mein Gott.
Ciao. Siehst du, Milton? Die ganzen Tode hättest du verhindern können. Ich meine, du hast einen von uns gekillt. Ah, wir glaube ich jetzt schon ein Dutzend von dir. Das Blutbad hast du zu verantworten, Milton. Oh, Alter, fuck. Bam. Jawohl. Warum steht ihr alle offen auf der Straße? Das ist ja wie Ton. Was? Warum? Oh Scheiße, kein Deadeye mehr. Arthur! We lost John. Killed? Arrested. Na, fuck. We better go, we'll be next. What you think? I reckon me and Lenny try and find a way across the roof, so if you'll cover us. Sure, sure, go on! Fällt gerade auf, Lenny ist auch noch so ein Kandidat, der am nächsten Teil nicht vorkommt. Ja, das... ja, aber ich schwöre, ich wusste es nicht. Alter! Lenny. Wir haben Lenny Kravitz getötet. Das war... Ah, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich wusste es nicht. Ich habe nicht irgendwie hier... Was soll ich jetzt machen? Jawohl. Komm mal ganz kurz ein bisschen mehr Deadeye hier. Ja, aber noch mehr. Alter. Also wirklich, ich wusste es nicht, aber das war halt einfach so. Das war halt einfach logisch, wenn die so total selbstbewusst sagen, so, okay, noch ein Auftrag und dann sind wir hier. Dann wird alles gut. Das war so klar, dass das Ding in die Hose geht. Und das war auch so klar, dass wieder ein oder zwei. Ja, dass gleich zwei sterben, dachte ich mir jetzt nicht, aber ich dachte wenigstens einer von denen geht jetzt wieder drauf. Ja, komm, mach. I don't believe it. They knew we were coming. Just like your ferry job in Blackwater. Ain't nothing like that. Das ist natürlich eine Möglichkeit. What now? I don't know. I don't. This whole town is filled with cops. Well, how long are we gonna stay here? A few hours? We go back to camp? They're gonna get every last one of us. I know they're gonna be watching the roads. I got it. A boat. What you mean? We stay here till nightfall. Then we sneak on down to the docks. We get ourselves out of here. Yeah, where? Any place will do. That's all I got. We leave. We lie low. We come back for the rest in a few weeks. I'm guessing it's that. We die out there right now. Exactly. Now, everybody, calm down. I mean... Oh. Look at us. Ja, ich schaue euch an und mir fällt dabei eine Sache auf. Und zwar, wer bei mir Doki Doki Literature Club geguckt hat, der weiß ja, dass man dort die Monika von den anderen drei Mädchen schon von Anfang an anhand von bestimmten Merkmalen unterscheiden konnte. Und mir ist gerade... Guckt euch die Truppe mal an. Wer sticht hier raus? Wer sticht von denen da raus? Und wer war von Anfang an der unsympathischste Drecksack, der man nur sein konnte? Es ist Mika. Und wenn die ja schon sagen, okay, irgendjemand hat uns wahrscheinlich verkauft. Ich glaube, Mika ist der Verräter.
Alle haben hier dunkle Klamotten an. Er ist der Einzige, der was Helles anhat. Ja, okay, darf ich mal. Hallo? Someone's coming. Look out on the left. Stay low. Hat er nicht gesehen. Hat er nicht gesehen. Ah, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Als sie diese Straßenbahnhaltestelle ausgeraubt haben da. Auch hier sieht der Typ nicht, wie Dutch sich eindeutig rauslehnt und ihn direkt anschaut. Hey! I already checked the trains. You did? No more than a quarter hour ago. Are you sure? Sure. Okay. Also, und da sind wir ja auch ganz easy rausgekommen, obwohl da zig Leute hinter uns her waren. Also wieso haben die sich jetzt nicht einfach auf ihre Pferde geschwungen oder auf irgendeinen Wagen und sind losgefahren? Und die hätten wir dann schon unterwegs, alle, die uns da verfolgt haben, hätten wir abgeballert. Ach, Leute, ey. See if you can draw them out. Draw them out? How? I don't know, make a noise, whistle or something. Ey, sag mal, die stehen doch nur da. Wieso können wir nicht einfach drum rumschleichen? Hier sind jede Menge Hindernisse. Gehen einfach da lang, an den Kisten vorbei. Die sehen uns nie im Leben. Ach, Alter. Ja, kommt hier lang, ihr Dödel. Hello? Is someone whistle out here? Alles gut. Niemand pfeift hier. Hier sind nur ihr zwei Pfeifen. Quick, get in cover and stay out of sight. Ja, ach nee. Okay, was jetzt? Spencer said. See them? Sure. What you think? I don't know. They're watching for us. Maybe. Maybe not. Well, they ain't just waiting there for no reason. Yeah. Let me think for a second. I'll deal with them. What? How? I can't kill all of them silently. So, when they chase me, you go the other way. Ich habe so das Gefühl, wir beobachten hier gerade das Ende von Charles. Oh, I like it. Real brave. What in the hell? Who is... Excuse me, buddy! Hey, stop! Stop, stop! That is one of the most beautiful acts I ever saw. Come on. Was? Eine der besten Nummern, die er je gesehen hat. Charles ist da einfach hingegangen, hat sich entdecken lassen und ist weggelaufen. Wow, der Typ hat echt ein paar Tricks drauf. Ist wie in der Family-Parodie von Star Wars so. Keine Sorge, ich habe ein paar Tricks drauf. Was soll das sein? Du bist nur leicht nach links geflogen und dann die Sturmtruppler so. Oh, wow, wow, wo ist er hin? Oh, mein Gott, er ist leicht nach links geflogen. Mann, hat der Typ ein paar Tricks drauf. Okay, auf Wiedersehen. Also zwei tot, John im Gefängnis, Charles vermisst. Geil. I don't know. John, Lenny, Jose, that wasn't good. I know. So what are we gonna do now? Guess I'm gonna introduce myself to the captain. Give him some of this gold to secure his silence. And find out where we're heading. How do I look?
Like a shifty, no good killer on the run from the law. Ain't that the truth? Excuse me, sir. Hey, who are you? Forgive me. A stowaway. Can I see the captain, please? I come in peace. Well, it's gonna take a little more gold, but I think we're gonna be okay. This captain, he is a fine fella, a New Englander from the Cape. The rest of the ship is Frenchmen. They're heading down to the islands, taking some Pennsylvania coal. Now, apparently, we're gonna be able to slip ashore in northern Cuba in a couple of days. That's so. Apparently. North Cuba, also. What are we gonna do in Cuba, Dutch? Hold up for a while, then hurry back, gather up the rest of our family. At least we got some money now. Money and loyalty. With that, you can do whatever you please. So you reckon they'll follow us to Cuba? Like Colonel Waxman on a jolly? I highly doubt it. I reckon we hold ourselves to ourselves, and this is done and dusted. Let's hope so. I ain't no sailor, but, that cloud look like good news to you? Und übrigens hat auch Mika jetzt wieder als einziger ein schwarzes Hemd an, obwohl alle anderen weiße Hemden tragen. Ich sag's nur. Wake up! Everybody! Wake up! Wake up! Come on, Arthur! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! I don't know, but we are getting off of this boat! You come on! Would you get a move on, you sleepy bastard? Please, Laura, hey, I'll be right behind you. Jesus. Okay, what the fuck is jetzt los? Sturm oder werden wir beschossen? Oha! Oh Gott, was ist jetzt mit Arthur Sahn los? Ich bin auf einmal blond geworden. Krass, wie die Story jetzt auf einmal richtig Fahrt aufnimmt. Willkommen in der neuen Welt. Kann ich speichern? Nee, kann ich natürlich nicht. Kann ich jetzt speichern? Nein, kann ich immer noch nicht. Ah, scheiße. Es ist schon wieder eine Dreiviertelstunde. Alter, ich wollte eigentlich mal kürzere Videos machen, ne? Vielleicht sollte ich da nicht immer so zeitaufwendige Spiele spielen. Ist das jetzt Kuba oder bin ich jetzt auf einer einsamen Insel? Auf jeden Fall habe ich Sonnenbrand im Gesicht.
Okay, komm weiter. Kein Mensch weit und breit. Was ist mit dem Schiff eigentlich passiert? Ist da ein Blitz eingeschlagen? Ist der Motor explodiert? Ist das Schiff beschossen worden? Werden wir jetzt Piraten? Red Dead Redemption Black Flag? Aber die Haare sitzen noch ganz gut, würde ich sagen. Okay, Guama, Kapitel 5. Und eine Trophäe gehalten, an Land gespült. So. Alle Kerne sind nahezu leer. Und wir sind in der wunderschönen Südsee. Aber wahrscheinlich auch kurz vor Abnibbeln. Gut, Leute. Dann würde ich aber sagen, mache ich jetzt hier mal dringend Schluss. Es tut mir echt leid, dass die Videos dauernd so lang werden. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen unwahrscheinlich, dass Leute so lange Videos angucken. Ich würde es gerne kürzer halten, aber ihr seht das ja, ne? Dann wird man auf einmal eine Filmsequenz geschmissen, kann nicht mehr abbrechen und so. Kann ich jetzt wenigstens speichern? Ich kann immer noch nicht speichern. Was ist denn da los, ey? Na gut, okay, dann muss ich das gegebenenfalls nochmal nachspielen. Das ist zwar jetzt auch nicht so schlimm, aber... Naja. Okay, was soll's. Hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß mit mir. Falls ja, würde ich mich wie immer über eine Bewertung oder einen netten Kommentar freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dahin, haut rein!